Moin Leute, willkommen zurück bei Stranded Deep. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oh yeah, unser Leben regeneriert. Unser Hunger wird jetzt nicht mehr so krass beansprucht, wie das zuletzt der Fall war. So, das wird schon alles zu einer Sache. Es fehlt aber etwas. Es fehlt etwas. Brauche ich vielleicht ein Floß? Warte mal, könnten wir mal ausprobieren? Wir holen uns mal hier eine Palme. Ah ne, Lashings. Vielleicht brauche ich einfach nur Lashings. Okay, warte, das gucken wir uns gleich mal an. So, komm du mal mit. Du Baumstamm. Du alter Baumstamm, du. So, also, ne, Potato. Ich suche aber Yuka. Yuka, Yuka. Tanze Yuka mit mir die ganze Nacht. Dililililu. Ey. Wann habe ich die denn abgeerntet? What? Wann soll das denn passiert sein? Shit. Aber die Yukas wachsen schon noch nach, oder? Da vorne ist auch noch eine Yuka. Yuka. Ach so, ja, ich habe überlegt, vielleicht brauche ich ja einen Hammer. Aber nee, wenn man mal ganz ehrlich ist, Leute. Wozu sollte man einen Hammer brauchen, wenn man... Oh Gott, ihr glaubt mir nicht, was ich gerade machen wollte. Habt ihr gerade gesehen, wie ich gesprungen bin? Weißt du, warum ich das gerade gemacht habe? Weil ich schneller nach vorne kommen wollte. Scheiße, ich habe zu viel Evolve gespielt. Oh Gott. Ja, Stranded Deep. Jetzt mit Jetpack, Freunde. So, vielleicht brauche ich auch noch irgendwie ein paar Äste. Oh, mein Dingens hat gebimmelt. Bitte lass es wieder Lebensenergie regeneriert sein. Nee, schade. Leider nicht. So, doch, jetzt kann ich was daraus bauen. Attached to a raft for speed. Leute. Unser aller Traum ist wahr geworden. Wir haben einen Motor. Und der wird hier jetzt rangebaut an unser schönes Rettungsboot. Hey, hey, hey. Lass das. Wow, aua. So geht das nicht. Ah, warte. Vielleicht... Vielleicht brauche ich ein anderes Floß. Also vielleicht brauche ich wirklich ein Floß. Ah, dann brauche ich doch einen Hammer. Scheiße. Mist. Lashings kommen hier mit hin. Mist, dann brauche ich wirklich einen Hammer. Dann brauche ich... Ich wollte schon wieder die Leertasten-Ding machen, ne? Okay, aber ich kann immerhin rennen. Ich kann rennen, aber ich kann nicht gleiten. Noch nie war der Spruch von Huma passender als heute. Keine Lashings für mich, okay. Aber Steine. Komm schon, Steine müssen hier doch irgendwo sein. Hier. Ich brauche zwei Steine für einen Hammer, ne? Oder? Ich glaube schon. Da liegt noch einer. So. Ist nur die Frage, ob die ganzen Lashings halt ausreichend sind. Ich fürchte nämlich leider, dass wir zu wenig Lashings haben aktuell. Dann müsste ich mir noch mal ein paar zusammensammeln. So, jetzt können wir auf jeden Fall uns einen Hammer herstellen. Und ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mehr Sticks. Ey! So, warte. Schmeiß die Stöcke da mal hin. Und dann bauen wir hinten das Floß auf. Wieso piept meine Uhr schon wieder? Piept die jetzt immer, wenn mein Hunger runtergeht oder wie oder was oder wer? So, weg damit. Und du auch. Hey! Okay, irgendwie bin ich nicht so der Profi in Stöcke schmeißen, scheinbar. Da vorne liegt auch noch ein Stock. Komm, nehmen wir den. Kommst du wohl mit? Hallo? Sag mal, so geht's ja nun nicht. So geht's ja nun nicht. Gut, dann legen wir den da hin. Und dann hacken wir die Scheiße hier auch wieder kaputt. Und dann werden wir uns eine richtig schöne Insel suchen, Leute, auf der wir uns dann niederlassen können. Ah, das wäre ein Traum. Es wäre ein Traum. So, jetzt haben wir schon ein paar Sticks hier. Ich brauche aber noch Lashings. So viel steht schon mal fest. Ein Lashing haben wir hier. Ah, den Kanister können wir noch mitnehmen. Ich hoffe, dass die Yukas wieder nachgewachsen sind. Immer noch nicht.
Aber das kann doch nicht euer Ernst sein. Die Yukas sind doch sonst immer so schnell nachgewachsen. Haben die das geändert oder was? Oh, ist das ärgerlich. Ich will doch nur ein Boot. Nehme ich mir schon mal das eine Lashing hier mit. Ich weiß nicht genau, wie viele wir brauchen, leider. So, die Lok. Komm mal her. Zack, dahin. Und Lashing. Und Hammer. Kann ich noch nichts machen, siehste. Brauche auf jeden Fall noch mehr Lashings. Kann ich so in dem Bett schlafen? Ja. Das ist nur Duct Tape. Boah, wie viele Macheten wir haben. Die Axt können wir auch mitnehmen übrigens. Oh, die eine ist gleich kaputt. Kann nur noch einmal hacken, scheinbar. So, jetzt muss ich echt auf die Yukas warten. Die eine hier dürfte jetzt ja wohl mal bald respawnen. Wieso hat meine Uhr wieder gepiept? Kriegt ein bisschen Hunger, scheinbar. Kokosnüsse gibt es ja auch nicht mehr zu essen, glaube ich, auf dieser Insel. Ein Feuerzeug habe ich auch nicht. Das ist irgendwie jetzt ein bisschen schlecht. Hm. Duct Tape. Guck mal, wie viel Duct Tape wir haben. Wie viele Macheten wir haben. Das ist auch heftig. Jo, Paddel und so weiter und Kompass nehmen wir ja, können wir alles ruhig mitnehmen. Muss man gleich schauen. Also den Hammer lassen wir dann hier, denn ein paar Macheten würde ich halt noch mitnehmen. Zur neuen Insel. Hehe, ist das lustig mit dem... mit den Betten jetzt. Woohoo! Au. Ja. Ich warte nur auf die Yukka, ne? Gibt's hier irgendwo noch was zu futtern vielleicht in der Zwischenzeit? Der Palme hier ist nichts. Ich könnte mich hinlegen. Vielleicht spawnen die dann nach. Ist 1 Uhr. Aber ich krieg halt mega Hunger, wenn ich mich jetzt hinlege, ne? Ja, egal, was willst du machen? So, komm, wir pennen jetzt eine Runde. Und ausgeschlafen. Jetzt hoffen wir mal. Oh ja, ich habe gut Hunger gekriegt. Die Scheiße wächst nicht nach hier. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich ruder gleich zu einer anderen Insel. Habe ich hier noch... Jetzt regnet es auch noch. Nee. Bin schon wieder runtergefallen, obwohl ich extra jetzt nur rückwärts gegangen bin. Och Mensch. Soll ich jetzt zu einer anderen Insel rudern, ernsthaft? Ich hatte einen Traum, ne? Ich hatte einen Traum, dass ich in dieser Folge vielleicht diesen scheiß Motor zusammenkriege. Und jetzt habe ich keine Lashings. Ich brauche nur ein paar Lashings. Hier liegen die ganzen Motorteile schon. Oh Mann. Das ist unglaublich. Die Yukas machen mir einen Strich durch die Rechnung. Wer hätte einmal gedacht, dass wir nicht genügend Lashings haben? Komm schon, spawn doch neu! Das Problem ist, ich kriege auch immer mehr Hunger und immer mehr Durst. Das hilft mir auch nicht. Kokosnüsse habe ich ja auch nirgends mehr, ne? Was war mit der hier? Oh, die Palme sieht man fast gar nicht. Könnte sein, dass ich da noch Kokosnüsse oben drauf habe. Nö, scheinbar nicht. Okay. So, jetzt muss ich wieder überlegen, wie ich jetzt am besten runtergehe. So, oder wie? Das Gefühl, ich fall gleich schon wieder. Yay, ich bin eine Palme runtergeklettert, ohne runterzufallen. Komm schon, es regnet doch. Du musst wachsen. Wachs doch! Ich kann nichts anderes machen, außer warten. Ich könnte jetzt wegfahren, aber in der Zeit wird das auf jeden Fall auch wieder neu spawnen. Wenn nicht, dann ist das eine Scheißinsel hier.
Auf meiner Heimatinsel damals, da sind die Lashings nur so aus dem Boden gesprießt. Hier, guck mal, die Potatoes. Nehmt euch mal ein Beispiel, die Potatoes, wie schnell die nachwachsen. Okay, die hier auch nicht. Die kann man auch nicht ernten. Boah, nicht, dass sie die Zeit jetzt so weit runtergedreht haben, ey. Und das Problem ist, ich muss was essen. Ja, komm, ich kann eigentlich... Ich fahre halt zu einer anderen Insel. Ach ja, was willst du machen, ne? Da hatte ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich wollte nur in Ruhe mein Boot bauen. So. Meine Uhr hat schon wieder gepiept. Weil ich Hunger kriege, wie ein Bekloppter. Wo ist mein Kompass? In dieser Richtung ist eine Insel. Ich habe ja zum Glück jetzt hier meine Notizen, wo ich immer sehen kann, wo Inseln sind und so weiter. Und das ist echt krass mit den Lashings. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir irgendwann mal Probleme mit den Lashings haben. Jetzt muss ich doch noch ein letztes Mal rudern. Ich habe mich beim letzten Mal schon so gefreut, dass ich nie wieder rudern muss in meinem verdammten Leben. Tja, und jetzt rudert er wieder, der Grants. Rudert er wieder zu irgendeiner anderen Insel, weil er Lashings braucht. Zieht euch das rein. Er braucht Lashings und deswegen fährt er nochmal weg. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich will auf jeden Fall diesen blöden Bootmotor heute fertig bauen. Ich hole mir gleich 4 Lashings direkt. Und dann ist hoffentlich Ruhe im Puff. Also schön weiterfahren. Lass dich nicht beirren. Ich weiß, es regnet. Aber vertraue meinen Navigationskünsten. Was sagt der Kompass denn? Kompass sagt, ja, das ist ein guter Kurs. So in die Richtung. Das kriegen wir schon hin, Freunde. Es wäre doch gelacht, wenn es an Lashings jetzt scheitern würde. Wir haben uns sämtliche Teile für den Motor zusammengesucht in mühsamer Kleinstarbeit. Haben keine Ahnung, wie viele Inseln bereicht, um den Vergaser zu finden. Um einen Vergaser zu finden, in dem kein Wasser drin war, damit er halt auch funktioniert. Und was ist der Dank dafür, dass ich zu einer anderen Scheißinsel paddeln muss? Um Kokosnüsse zu fressen, weil ich sonst wieder sterbe. Oh Mann, ich habe auch Durst. So, also um Kokosnüsse zu fressen und um Lashings zu sammeln. Weißt du was? Dazu sage ich nur eins. Lächerlich. Lächerlich. So, wie weit ist es denn jetzt noch bis zu der Scheißinsel? Bin aber auf richtigem Kurs, bin ich noch, ne? Warte, ups. Ja. Also der Kurs ist richtig. Hoffen wir mal, dass hier gleich eine Insel aufploppt. Ah, da vorne, ja, ich sehe sie. Wuhu! So, dann direkt den Kurs drauf halten. Kokosnüsse fressen. Und Lashings sammeln. Normal ist es nicht, was wir hier machen, ne? Aber was willst du tun? Hier guckt ein Felsen so mitten im Wasser raus. Auch nicht schlecht. Na gut. Also, Kokosnüsse haben wir da genug schon mal. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Jetzt muss nur noch an irgendeiner von diesen blöden Palmen natürlich eine Kokosnuss dran wachsen. Aber ich gehe davon aus, dass das ja wohl möglich sein sollte. Aber gut, ich bin ja auch davon ausgegangen, dass ich gleich ein paar Lashings habe. Da, mehr als genug Kokosnüsse. So eine Palme wünscht sich jeder Einsiedler. So, komm her. Nummer 1. Und Nummer 2. Ah, war das lecker. Oh, das war noch leckerer als vorher. Okay, die eine Axt ist kaputt. Ist aber nicht schlimm, wir haben ja noch 3. Und ich muss sagen, die hat wirklich lang gehalten.
So, okay. Immer noch Hunger? Meine Fresse, ey. Kokosnüsse bringen ja gar nichts mehr. Halt, da unten waren da noch welche. So. Komm schon, mach kaputt. Ja, und wenn wir uns unsere Zivilisation aufbauen, dann können wir ja sowieso uns ein bisschen leckerere Sachen machen. Sachen, die mehr Kalorien bringen, hoffentlich. Zum Beispiel Fische, zum Beispiel Krabben. Also entweder ist das Scheißspiel verbuggt. Ich habe ja hier wohl nicht alle drei Lashings geerntet. Wofür soll ich denn hier Lashings geerntet haben? Will das Spiel mich verarschen? Wachsen die Lashings nicht mehr nach? Ist es ein Bug oder was? Ich habe doch hier keine Lashings. Glaube ich nicht dran. Wann hätte ich hier Lashings? Nee. Dafür muss ich die Kokosnuss zerstören. Warte. Nee, nicht hoch genug. Okay, nochmal. Toll, im Wasser gelandet. Leute, ich habe doch hier nicht die Lashings abgeerntet. Wenn das jetzt ein Bug ist, kriege ich aber Sprühstuhl. Ja, die Uhr piept schon wieder. Ah, ich habe Leben regeneriert, immerhin. Also. Das ist unsere Heimatinsel. Ich paddel mal eben hier rüber. Also, das ist unsere Heimatinsel. Halt's Maul, du Kackfisch. Bin echt nicht zu Scherzen aufgelegt gerade, mein lieber Tigerhai. Ich wollte heute ein Motorboot bauen mit den Leuten zusammen. Und was passiert? Gar nichts. Weil ich hier fast am Sterben bin. Warte mal, auf welchen Kurs begebe ich mich gerade eigentlich? 220 ungefähr, okay. Oh Mann. Das ist echt sehr ärgerlich, Leute. Das Problem ist halt, was soll ich groß machen, ne? Ich kann jetzt nur zu noch einer nächsten Insel fahren, in der Hoffnung, dass ich dort Lashings habe. Und, wo ist dieser blöde Hai hin? Wenn er mich jetzt hier gleich angreift und mein Boot umschmeißt, da raste ich aus. Dann ist der Part hier aber echt, richtig komisch, um es mal positiv auszudrücken. Was schwimmt da? Manchmal sehe ich irgendwie was aus dem Augenwinkel und wenn ich hinschaue, ist es weg. Was hast du vor? Was hast du vor? Alter Junge. Junge. Verzieh dich. Der will mich angreifen. Hau ab, ey. Ist das meine Insel? Ja, schnell wegpaddeln hier. Der scheiß Tigerhai, Leute. Habt ihr das gesehen? Will der Bengel mich angreifen, ey. Okay. So, in dieser, auf dieser wunderschönen Insel würden ja wohl mal bitte dann die Lashings sein, oder? Ich will's mal hoffen. Ich will's echt mal hoffen. Oh, Mann, ey. Und ich hoffe auch, dass wir dann zu unserer anderen Insel wieder recht schnell finden. Weil ich natürlich jetzt nicht den genauen Kurs zu der anderen Insel wieder mir gemerkt habe. Sonst muss ich in der nächsten Folge wieder so einen Umweg fahren, ey. Es tut mir so leid, Leute. Ich wollte euch heute wirklich den Bootsmotor zeigen. Okay, den Motor habe ich euch gezeigt. Kann ja keiner damit rechnen, dass ich hier keine Lashings habe. Und ich weiß nicht, wofür ich diese 6 Lashings auf der Insel dort verbraucht haben sollte. Fragt mich bitte nicht. Fragt mich bitte nicht. Und die Insel ist noch so weit weg. Och Mann, ich krieg's in dieser Folge nicht mehr hin. Wir fahren jetzt zu dieser Insel, holen uns die Lashings.
Und ja, da muss ich leider Feierabend machen für diese Folge. Weil wenn ich jetzt gerade mal auf meinen Timer schaue, Leute, 20 Minuten. 20 Minuten haben wir schon gebraucht. Oh Mann. Wer hätte damit gerechnet, dass wir hier 20 Minuten blöde durch die Gegend paddeln, um Lashings zu finden. Aber wenn das ein Bug ist, dann wird es auch ziemlich schwierig, mir mein Haus aufzubauen. Weil ich wollte mir halt ein schön großes Haus aufbauen diesmal. Damit ihr auch wirklich hier alle dann was davon habt. Damit ihr wirklich seht, so, ey, geile Bude, Junge. Da hast du dir richtig was gegönnt. Aber wenn ich jetzt zu jeder Insel fahren muss, um 2 oder 4 oder 6 Lashings zu bekommen, dann kann es sich nur um Jahre handeln, bis ich diese Scheiße fertig habe. So, jetzt fahr mal. Schneller. Bin ich froh, dass ich dieses Gepaddel bald nicht mehr hab. Dann kann man einfach den Motor anmachen. Wird der Motor angeschmissen und dann geht's los. Der Wind um die Ohren brausen lassen. Und dann gib ihm. Einfach nur noch hier rüber. Bin ich jetzt im Bereich der Insel mal langsam? Komm schon, plopp auf, Insel. Ich habe mir wahrscheinlich die Insel rausgesucht, die mal wieder am weitesten weg war. Aber gleich haben wir es doch geschafft. Hoffe ich mal. Oh, die Musik wieder. Irgendwo ist wieder ein Hai. Ich weiß aber nicht wo. Okay. Einfach weiterfahren. Nichts anmerken lassen. Locker durch die Hose atmen. Ruhe bewahren. Und zur Insel paddeln. Komm schon, ey. Wieso ist die so weit weg? Wieso ist die so weit weg? Ich paddel doch bestimmt schon 5 Minuten. Es ist gleich schon wieder der nächste Tag. Da endlich ist die Insel in Sicht. Wie sieht es eigentlich mit meiner Lebensenergie aus? Ah, fast wieder zur Hälfte regeneriert. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Das freut mich. Endlich mal positive Nachrichten hier. So, und jetzt sind wir auch gleich auf der Insel. Wenn die Lashings da auch nicht mehr sind, dann muss es sich wahrscheinlich wirklich um einen Bug handeln. Das wäre so ärgerlich. Stell dir mal vor, das geht nicht mehr. Oh Gott, ich würde die Pimpernellen kriegen, ey. Das kann ich schon mal sagen. So, die Insel ist jetzt zum Greifen nah. Au, sehr viele Fische hier. Und ich freue mich ja schon richtig auf den Heimweg. Nicht. Das wird so ein langer Weg. Naja, was willst du machen? So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir kommen an der Insel an. Habe ich eigentlich Hunger? Nö, nicht so viel. Also, mit Kokosnüssen kann man sich einigermaßen über Wasser halten. Aber damals waren die Zeiten noch besser mit Kokosnüssen. Da haben die noch mehr gegeben. So, wir sind da. Wir sind da. Und wo sind die scheiß Lashings hier? Da hinten. Die sehen befüllt aus. Die sehen befüllt aus. Yes. Ich habe Lashings gefunden. Wow. Weil Lashings ja so mega selten sind in diesem Scheißspiel. Nee, eigentlich voll nicht. Aber hier irgendwie schon. Da ist sogar noch ein Lashing-Baum. Ey, wir haben so viele Macheten. Ich werde jetzt die Lashings hier mitnehmen und dafür die Machete hier lassen. Denn nicht, dass es nachher an einem Lashing oder so hapert. Wenn das passiert, dann würde ich durchdrehen. Ist hier noch ein Lashing-Baum? Irgendwo noch eine Yuka? Irgendwo noch eine Yuka ohne Fahrschein? Nee, schade. Okay. Muss ich noch was futtern vorher? Nö, die Fahrt schaffen wir eigentlich auch so. Es sei denn... Doch, eigentlich sollten wir vorher was essen. Weißt du nämlich warum? Ganz einfach, weil ich auf der anderen Insel nichts mehr habe. Nicht, dass ich verhungere am Ende noch. Aber Leute, das machen wir beim nächsten Mal. An dieser Stelle mache ich einen Cut. Die Folge ist verdammt lang geworden. Und wir haben es nicht geschafft, den blöden Bootsmotor zu bauen. Das tut mir wirklich unendlich leid. Ich werde es natürlich in der nächsten Folge direkt wieder versuchen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.